Spending time far away was never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to save when it gets dark. I'll take the blame for what we are. Sure that we can keep getting rid of emotion. Bide our time and proceed. Calculate the equation. Und mit diesen Impressionen nehmen wir Abschied von diesem Teil der Küste und fahren gleich weiter. Unsere Fischerlein sind auch wieder fleißig. Sind gerade rausgefahren. Und wir fahren jetzt weiter die Küste entlang. Ihr euch vielleicht die Frage schon gestellt, nach welchem Navi wir hier fahren. Wir haben das Navi von unserem Wohnmobil hier, wie auch in den anderen Urlauben im Ausland, muss ich dazu sagen, nicht an. Wir fahren einfach nach Google Maps, noch nicht mal mit einer Route, nur wenn es zu bunt wird, wie ich mich da verfahre, wegen den 3,5 Tonnen. Fahren einfach nach Karte und gucken, Mensch, da ist ein schöner Strand, Mensch, da ist eine Sehenswürdigkeit. Also wir fahren wirklich aufs Geradewohl, zwischendurch ein Hinweisschild ab, biegt da mal ab. Aber schön auf die Schilder achten, es gibt ja auch viel Höhenbegrenzung und Breitenbegrenzung. Genau. Wir haben gestern auch den Punkt in Trezur gefunden, wo wir immer hingelotst worden sind mit Google Maps, mit der 2,80 Meter Höhe. Also das Tor hätte uns garantiert ein Cabrio beschert, genau. Dieser Anblick war uns einen Zwischenstopp wert. Wir sind hier in Port-Blanc, gehört zu Pévenon. Und da gerade Ebbe ist, bietet sich hier ein ganz besonderes Schauspiel. Ist das nicht herrlich? Und bei Ebbe kannst du bis hinten auf das Inselchen laufen und da gibt es, ich weiß nicht, was das Weiße ist, ob es ein Obelisk ist oder eine Statue, müsste ich gleich mal in Google gucken. Die Segelschule übt auch schon fleißig, also ein ganz liebliches Fleckchen, vor allem auch hinten die Bucht. Dahinter ist noch ein Hafen hinter diesem Felsen, der ist jetzt komplett trocken gefallen. Das ist schon toll hier und da. Schwimmt tatsächlich jemand? Das ist das Kapellchen nochmal. Heute sollten es nur 15 Grad werden. Wir haben 17, aber es ist irgendwie warm. Es ist relativ windstill, was das Ganze hier erträglich macht. Da Alfred gedacht hat, ich wäre länger unterwegs, hat er angefangen, das nächste Video zu rendern. Und das dauert noch. Ich habe aber keine Lust, da auf dem Parkplatz im Wohnmobil zu sitzen. Also habe ich die geniale Idee gehabt, ich gehe mit euch schon mal vor. Und unterwegs kann er mich dann wieder aufgabeln. Ich hoffe nur, dass er die gleiche Straße fährt wie ich. Was das da hinten auf dem Felsen mit dieser weißen Spitze auf sich hat.
Ich blende hier mal eben eine Handyaufnahme ein, da kann ich besser zoomen. Wenn ihr es wisst, was es ist, schreibt es mir mal unter den Kommentaren. Also das, vielleicht war Asterix ja hier. Irgendwo hier hat er sein Unwesen getrieben. Nur laut meinen Recherchen war das ja eher die Gegend um Saint-Michel. Mont Saint-Michel. Das ist wirklich ein geiles Fleckchen. Hätte ich das gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, wären wir hinten nur eine Nacht geblieben und hätten noch eine hier verbracht. I'm not sure, spinning ever away, was never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to see. Tolle Einblicke hier. Na, guck mal hier, das Kirschlein. Das ist wieder ein Pizzaautomat. Hier sind ja überall diese 24 Stunden Pizzaautomaten und du bekommst in 3 Minuten eine Pizza. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber scheint wohl zu gehen. Vorräte sind wieder aufgefüllt. Und jetzt geht es weiter die Küste entlang in Richtung Trégastel. Und ungefähr da irgendwo hatte ich gedacht, dass wir das nächste Lager aufschlagen. Es heute 15 Grad und komplett bedeckt angesagt war. Ja, ich habe hier 19. Ja, du hast dich viel zu warm angezogen, mein Schatz. Deshalb musste ich das mir... Das habe ich gemerkt. Ich habe ja auf dich gehört. Ja, ich habe mir gerade noch schnell ein Kleidchen gekauft, als ich ja, im Lidl war. Stell dir mal vor, ich würde mir ein Kleidchen kaufen. Ey, das glaubt ihr jetzt nicht? Wir haben die zweite Kebab-Bude gefunden und der hat nicht nur Kebab, der hat auch Sushi. Also hier sind Multikulti-Köche am Werk. Habe ich auch noch nicht erlebt. Sushi aus der Kebab-Bude. Definitiv der entlegenste Campingplatz, den wir bisher in Frankreich gefunden haben. Hier fühlte Viertelstunde über Feldwehe nach hier. Werd ihr versuchen, uns irgendwie anzumelden? Höllenfahrt beendet. Höllenfahrt, das Schlimmste war, habe ich beim Lidl ja einen Schnapper gemacht, habe mir 2 Schlafanzüge gekauft, die waren runtergesetzt auf 3,19 Euro, ja? Musste insgesamt 75,13 Euro zahlen. Legt meine Karte drauf, gebe meine PIN ein, sagt er, Vorgang abgebrochen. PIN war zwar richtig, aber irgendwie war das nichts mit der Karte. Der musste das dann an der Kasse neu eingeben. Ich mache auch alles nochmal, funktioniert alles, guck gerade meine E-Mails. Hat das Schweineding mir zweimal die 75,13 abgebucht. Habe schon bei meinem Kartenanbieter angerufen. Ich soll jetzt mal 2 Wochen geduldig sein und warten, ob der Lidl die doppelten Zahlungseingang nicht einen davon storniert. Der Lidl ist doch nicht blöd, oder? Ist euch sowas auch schon mal passiert? Also mir ist es wirklich das erste Mal passiert. Auf den Reisen bezahle ich ja immer alles mit der Karte und noch nie. Wir haben aber unser Ziel erreicht. Jetzt muss ich mal gucken, wo sind wir hier? Ich habe gerade was anderes eingegeben. Wir sind hier auf dem Camping Municipal de Lorelec oder so ähnlich. In der Nähe von Londrelec. Mit dahinter ist das Meer. Hinter dem Zaun ist eine kleine Zufahrtsstraße zu den Häusern, die noch da hinten sind, Sträßchen, und dahinter ist direkt der Sandstrand. Hier und da ein paar Steinchen dazwischen,
Aber ansonsten haben wir da einen ganz tollen Strand. Ein schöner Wind hier, wie man auch an den Wellen sieht. Eben war strahlend blauer Himmel bis zum Horizont, als ich gegangen bin. Oh, in Dänemark. Sag doch, als ich eben gegangen bin, war das Wasser ganz glatt und strahlend blauer Himmel bis zum Horizont. Also bist du dort schon? Nee, du. Wärst du in der Boot geblieben, wärst schön geblieben. Ja, du wolltest unbedingt das Schmidtfahr. Nicht mein Tag heute. Das mit der Doppelabbuchung habe ich ja eben schon erzählt. Wir fahren schön in das Blaue. Ich bin ja eben gegangen. Wurde es unterwegs immer stürmischer, immer kälter. Dann habe ich gesagt, komm, fahren wir den Küstenradweg zurück. Der geht bei uns vorbei. Aber wir waren dann schon im Nachbarort dran vorbei. Alfred fällt das Rad um, Kamera fliegt raus. Alfred fliegt halb mit. Zum Glück alles nichts passiert. Kamera tut es, glaube ich, noch. Komm, kommen wir hier an. Überall Hundehäufchen bei uns auf dem Platz. Und auf einmal steht der Nachbarhund auch noch bei uns vor der Tür. Also ich habe nichts gegen Hunde, ich liebe die echt. Aber manche Hundebesitzer mag ich nicht so sehr wie ihre Hündchen. Auch der Platz, der ist so zu, also kann ich mich immer wieder ärgern. Es gibt ja dafür diese Tüten. Bonjour, guten Morgen. Na, fast schon wieder Mittag. Ich glaube, wir haben kurz vor 11. Heute Nacht hat es sogar geregnet, aber ein bisschen Sonnenuntergang habe ich euch ja doch noch einfangen können. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen, die wir euch gezeigt haben. Es war heute Morgen noch ziemlich bewölkt, aber über die See ist es frei. Und eine Frage, die ihr mit Sicherheit habt, habe ich euch gar nicht beantwortet. Während unserer Fahrt poste ich ja den aktuellen Tagesstand auf Insta und Facebook. Und da bin ich mehrfach auch angeschrieben worden, wie das dann funktioniert, ohne Französischkenntnisse zu haben. Wie gesagt, wir sprechen beide kein Französisch, sprechen Spanisch. Deshalb waren wir ja auch noch nie in Spanien, zumindest mit dem Wohnmobil. Du kommst hier eigentlich super klar. Wir sind fast immer auf Camping-Municipalplätzen gewesen. Die sprechen in der Regel 5 Wörter Deutsch oder sagen wir mal die Zahlen 1 bis 10 so ungefähr. Campingcar, People, Nights. Damit kommt ihr hier durch. Alles andere geht mit Händen und Füßen. Wi-Fi kennt auch jeder. Also da haben wir gar keine Probleme gehabt. Die sagen zwar teilweise, sie sprechen Englisch, aber wenn du dann einen zweiten Satz sagst, dann ist es schon raus. Untereinander mit Franzosen, die mit dir auf dem Platz stehen, die man unterwegs trifft, irgendwie Kauderwelsch, Englisch, Deutsch, Französisch, kriegt man was hin. Und das habe ich euch gar nicht erzählt. Ich habe ja eine super Begegnung gehabt in Trégeur, in der Kathedrale. War ein fast 100-jähriges Ömmerken, dessen Mann im Zweiten Weltkrieg auf See gefallen war. Die wollten Kerzchen anmachen und stand dann da mit ihrem 20-Euro-Schein, zitterte vor sich hin, sprach schon eine Dame an, ob sie wechseln könnte. Sie wollten Kerzchen anmachen an dieser Gruft da mit dem Totenkopf. Dann habe ich ihr die 3 Euro gegeben. Die hat mir einen Schwank aus ihrem Leben erzählt, dass sie ihren Mann immer noch liebt, obwohl er so lange tot ist. Die sprach kein Wort Deutsch. Wir haben es aber hingekriegt, dass ich irgendwie verstanden habe, was sie mir erzählen wollte. Und das finde ich genial. Also
die Gastfreundschaft, die Herzlichkeit der Menschen hier gerade in der Bretagne ist super. Ihr kommt hier wirklich nur mit Deutschkenntnissen und gebrochenem Englisch klar. Ja, und der Plan, wie es weitergeht, ist, wir haben hier für 3 Nächte gebucht. Gestern war das Wetter auch nicht so, dass wir allzu viel machen konnten. Heute wollen wir mit dem Rad Richtung Plömernach fahren und morgen nach Lyon, denn da ist morgen Markt. Also, ich gehe mich umziehen, bleibt dran. Irgendeiner hat hier Wasser geklaut. Kein Wasser da. Aber dafür ist Bett wieder. Wenn mich jetzt jemand fragen sollte, welchen Teil der bretonischen Küste mir am besten gefallen hat, schreibt es mir in den Kommentaren. Ich weiß es selber nämlich nicht. Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Aber es sieht gut aus. So, wir sind jetzt einmal um die Bucht geradelt. Und das sieht ja wohl mega aus. Und viele gehen wirklich unten über den Strand oder über den Meeresboden spazieren. Das ist auch kein Watt, wie wir das bei uns von der Nordsee kennen, mit Pratsch, Pratsch bis in die Knie. Der ist ultra hart, da kannst du wirklich mit Turnschuhen drüber laufen. Ich habe die ganze Zeit weiße Stoffturnschuhe an und das geht. You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain, and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy. But I still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away with me. Hey, won't you come? Won't you come? And say by chance, don't you want a man? A man who fully understands a sailor's heart. A sailor's heart. So, das Geheimnis der Eimer und Netze ist gelüftet. Die fangen Garnelen, also nicht die Krevetten, die kleineren Form davon. Ich durfte nämlich jetzt gerade mal zugucken. Und jetzt gehen wir zurück zu Alfred, da meine Neugierde gestillt ist. Können wir jetzt weiterfahren. Jetzt kann ich euch auch sagen, wo wir sind. Am Plage de Trégastel oder so ähnlich. Wie gesagt, wir blenden es ja wieder ein. Da habt ihr diese wunderbaren Felsformationen. So, Geheimnis gelüftet. Say by chance, don't you want a man who fully understands a sailor's heart, a sailor's heart. Hier noch das kleine Zentrum von Trégastel. Und wie es so ist, mittags ist alles zu. Hier könnt ihr aber auch Fisch kaufen. Hätte ich jetzt auch gerne, aber Mittag. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away with me. Hey, won't you come? Won't you come? And say by chance, don't you want a man who fully understands, who fully understands. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away. Won't you come and sit by chance, don't you?
Mittlerweile sind wir in Plümmernach oder Plümmernach angekommen. Und von hier kannst du die 7 Inseltouren machen. Wann ist Ruhetag? Mittwochs, wenn wir da sind. Donnerstags bis sonntags fährt das Bötchen wohl jetzt nur außerhalb der Hauptsaison. Tja, und dieses kleine Domizil da vorne, da, es gehört unserem, vielleicht dem einen oder anderen noch bekannten Komödianten Dieter Hallervorden. Willst du ein Eis? Weiß ich gerade noch nicht. Ich bin jetzt gerade geflasht. Muscheln sind auch nicht schlecht, aber ich habe noch gar keinen Hunger auf Muscheln jetzt. Ja, also ich will doch ein Eis. Ja, geh mal weiter, wer weiß, was man noch findet. Ja? Ich habe die Konkurrenz zur Veronique in Well gefunden. Richtig lecker. Wir sind im Plümmernach oder so ähnlich. Und haben hier bei Keo richtig leckeres Eis gefunden. Und eine Auswahl, die ist gigantisch. So, und jetzt wird sie schlecht. Genau. Wir sind jetzt hier direkt am Strand im Zentrum von Plümmernach. Und hier ist Völkerwanderung. Ich habe ein Traumhaus gefunden. Ja, das musst du dann mit Didi klären, ne? Ja. Aber der kann Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gucken, aber da sind die Bäume vielleicht ein bisschen zu hoch. Muss er auch vor der Tür für jeden. Oh, hier steppt der Bär, ne? Da kannst du auch Muscheln essen. Aber jetzt haben wir ja Eis gegessen, ne? Da sitzt er auch ganz schön, aber hier ist echt gut was los. So, das wird der letzte Stopp höchstwahrscheinlich auf unserer kleinen Exkursion. Und zwar sind wir hier am Leuchtturm. So, und bevor Alfred ganz gar gebraten ist, denke ich mal, habt ihr Verständnis dafür, dass ich nicht bis zum Leuchtturm laufe. Ich bin ein Stück gegangen und das geht genauso verwinkelt im Meandern da hoch. Ich wäre wieder eine halbe Stunde unterwegs gewesen und ich glaube, Alfred hat jetzt schon, schwankt schon beim Film, hat schon gar gerade Stufe 2, also danach kommt nur noch 3. Was, Wasser? Ich hab Wasser, ich brauch kein Wasser. Also wir fahren jetzt zurück und machen noch einen kleinen entspannten. Vielleicht gehe ich bei uns auch noch mal einen Küstenweg. Schauen wir mal. Aus dem Campingplatz herauskommt, habt ihr links runter den großen Strandbereich. Aber wenn du hier rechts den kleinen Pfad reingehst, der sich da zwischen den Dünen auftut, dann kommt ihr in eine süße kleine Bucht, die ich gestern Abend noch entdeckt habe. Und die finde ich richtig schnucklig. Die will ich euch mal zeigen. Heute
gibt es den versprochenen Sonnenuntergang. Die Voraussetzungen sind da. Und nun lassen wir einfach die Musik und die Bilder auf uns wirken. Jetzt zufrieden? Jetzt kann ich wieder lächeln. Guten Morgen. Mahlzeit eigentlich schon. Heute Nacht hatte ich fürchterliche Krämpfe von meinem Halswirbel ausgehend. Ich habe da ja einen doppelten Bandscheibenvorfall. Hab dann auch wie gerädert geschlafen und völliger Achtung wusste ich gar nicht, was mir geschah. Ich hörte meinen Mann nur draußen rappeln. Ich hörte ihn fluchen. Ich hatte gestern noch gesagt, bring doch die Toilette vor morgen früh weg. Haben wir aber dann auch irgendwie vergessen. Und da ist ihm die Kassette vom Fahrrad gefallen. Gerissen. Ach du Scheiße. Ja, zum Glück hatten wir eine zweite Toilettenkassette mit. Weil wir gedacht haben, falls wir mal irgendwo freistehen, damit uns das nicht wieder wie im Blavant passiert, wo keine Chemietoilettenentsorgung war, da war ja gar nichts an Entsorgung. Und wir wären auf dem Platz gern noch länger geblieben, aber nach 3 Tagen oder 2,5 Tagen trennte uns die Toilette vom längeren Bleiben. Haben wir gedacht, wir nehmen definitiv eine zweite Kassette mit. Jetzt haben wir wieder nur eine. Zum Glück ist die alte und nicht die neue gefallen. Und es war komplett zugezogen. Für heute waren 10 Sonnenstunden angesagt, so ein Wetter wie gestern. Ich gucke in die App, 2 Grad weniger, Sonne ab 11 Uhr haben wir jetzt hier auch. Und dann war hier das große Abrücken. Wir haben hinten super windgeschützt gestanden, auch erste Reihe, aber leider ist die Hecke da was höher als hier. Oder wenn du näher dran stehst, kann ich weniger drüber gucken. Und dann habe ich gesagt, guck mal, da oben, die sind alle weg. Da stehen wir zwar ein bisschen mehr im Wind, aber du kannst herrlich aufs Wasser gucken, wenn das Wetter nicht so toll ist. Und jetzt haben wir tolles Wetter und Blick aufs Wasser. Bei dem Ausblick tun wir vielleicht morgen auch gar nichts. Naja, das will ich erleben. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr glaubt, dass ich nichts tun. Bei dem Weg. Ihr könnt aber was für mich tun. Wenn ihr mir noch ein Abo, nein, ich mir, uns natürlich, ein Abo dalasst, würde ich mich super freuen. Liked unsere Betranier-Reihe, würde mich auch bei uns sehr freuen. Und schreibt mal in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, warum Alfred so wenig redet. Weil ihr so wenig schreibt. Wenn ihr mir schreibt, dann rede ich mehr. Ha, das möchte ich erleben. Alles klar, wir machen jetzt aus, damit wir noch ein Stellplatzvideo machen können. Und danach geht's weiter hier mit uns auf dem Fahrrad. Macht's gut, bis später. So, Stellplatzvideo ist im Kasten. Schaut mal in die App. Ja, so weit sind wir schon, dass wir eine App hätten. In die Playlist. Dort ist auch von dem Camping Municipal Blanc-Lérec das Video und wir fahren jetzt nach Lannion. Der Markt geht nämlich bis 17 Uhr und morgen soll es Wetter besser werden wieder, also gar keine Wolken. Dann fahren wir noch ein bisschen die Küste entlang. So, und auf geht's. Ich habe nämlich keinen Plan, wie wir da hinkommen. Helle wurde 1575 bis 1631 erbaut und wurde dem heiligen Samson gewidmet. Deshalb heißt sie auch Chapelle Saint-Samson. Leider geschlossen.
Da ist ja kaum. Da ist ja kaum noch was. Meine Frau hat einen Markt gefunden. Und wo bleibt sie direkt stehen? Schuhe. So wie du filmst, braucht man eine Wasserware. Alfred erzählt jetzt mal, wie schön unsere Fahrradtour war. Nein, die war nicht schön. Die war gar nicht schön. Die war überhaupt nicht schön. Die war bescheiden. Aber wir machen es uns jetzt schön. Ja. Mit Milch, französische Milchreis. Da war eine Französin, die hat ja ganz viel von in den Wagen geladen. Alfred hat. Und da hast du gedacht, das ist gut, ne? Französischen Kirschjoghurt und diese süßen kleinen Melonen, die gibt es hier immer für kleines Geld. Wir sind wieder auf dem Platz. Die schmecken super, aber wenn die noch zu sind, stinken die. Das stimmt. Und das Schönste an dem Platz, an der Fahrradtour, war wirklich die Entdeckung von Samson. Der heilige Samson. Der hat mir angetan. Das war richtig schön, aber Lannion, die Stadt, mega voll, Markt, mega enttäuschend. Ein paar Klamottenstände und das war's. Vielleicht hatten schon welche abgebaut, aber kein Vergleich zu Benig. Also das war nicht Markt, was wir verstanden haben unter Markt. Wären wir gestern besser nach Il Grande gefahren. Der Trödelmarkt in Deutschland ist besser. Dann wäre besser gewesen. Soaking in the warmth of peace beyond a fight. You have dreamt of walking, slowly taking time, figuring the knots out in this web of mine. Bonjour, Madame. Wären aber Plü oder so ähnlich, ne? Nichts geht mehr. Letzter Urlaubstag. Morgen ist Samstag. Wir haben heute den 6. Juni 2024. 7. Juni 2024, Freitag. Im Grunde beginnt dann gegen Abend mein Wochenende. Es ist unser letzter Urlaubstag. Wir bleiben heute noch hier, fahren heute die Küste in die andere Richtung, Richtung Trubadeau. Il Grande noch mit dem Fahrrad und werden es langsam ausklingen lassen, bevor wir morgen die erste Teiletappe nach Hause fahren. Nach Hause sind es knapp 1000 Kilometer, die wollen wir auch an einem Tag nicht runterfahren, die teilen wir uns auf. Und jetzt machen wir heute einen ganz chilligen. Dabei nehmen wir euch aber trotzdem mit, weil wir können auch ruhig, oder? Wer es glaubt. Ja. Doch, wenn ich esse, bin ich still. Meistens. Ja, meistens. Meistens. So, jetzt wird gefrühstückt. Schwer. Das ist der letzte Urlaubstag, ja. Richtig schwer. Hm.
Aber da hinten ist unser Campingplatz und wir haben die ganze Zeit hier auf die Il Grande schon drauf geguckt. Also das habe ich gar nicht gewusst. Ich wollte bis hier zu Fuß laufen, als ich den ersten Abend da hinten in die Richtung hier den Küstenweg gelaufen bin. Hier ist es mega ruhig. Richtig idyllisch. Die Insel ist zwar vollgepfropft mit Häusern, die aber wohl nur als Ferienhäuser genutzt werden. Geschäft, Creperie, Bar haben wir bis jetzt noch keine gesehen. Gibt, glaube ich, auch gar nicht allzu viele. Und es gibt einen Campingplatz. Ich glaube, es gibt auch noch einen Stellplatz. Zumindest laut Google Maps. Wenn ihr hier ansteuern solltet, guckt, dass ihr vorher euch vielleicht besser eingedeckt habt. Aber ansonsten mit dem Strand, durch diese Heidedünenlandschaft da hinten gehen, alles wunderschöne kleine Wanderwege. Richtig schön. Kennt ihr das? Nach dem Urlaub ist zwar vor dem Urlaub, aber mir fällt das jetzt so richtig schwer. Wäre besser, wenn da nur eine Woche oder zwei zwischen wären. Traumhaft. Es ist wieder einmal traumhaft. Letztes Baguette. Sieht ja schon lecker aus. Ich habe jetzt ein einfaches mitgebracht und ein kleines. Die hatte auch große mit Meerkorn. Aber das Gebrösel von gestern wollte ich heute nicht wieder. Das war leider unsere letzte Radtour an der Côte d'Amour in der Bretagne für diesen Urlaub. So, jetzt machen wir uns noch einen gemütlichen. Vielleicht gehen wir gleich noch was spazieren oder ich. Aber das Fahrrad wird jetzt in die Garage gepackt. Und morgen früh geht es dann die erste Etappe Richtung Heimat. Au revoir. Au revoir. Ja, unser Urlaub hat nun leider wieder ein Ende. Und das heißt Richtung Heimat. Wir sind ohne jegliche Vorstellung in die Bretagne gefahren, außer, ich habe mal gehört, da ist es schön. Ich wollte unbedingt dahin, weil alles, was Küste hat, zieht mich ja magisch an. Und wir sind sowas von überrascht worden. Unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen sind so bei weitem übertroffen worden. Ich glaube, das haben wir auch in vielen Sequenzen und Bildern immer wieder herübergebracht. Wir sind neugierig geworden, die Bretagne auch noch einmal zu besuchen und das, was wir nicht sehen konnten, uns noch anzuschauen und zu erkunden. Landesinnere, die weitere Küste, wir sind ja hier nur entlang der Côte d'Amour gefahren und wir hoffen, dass ihr die Reise mit uns durch die Bretagne genauso genossen habt, wie wir unseren Aufenthalt hier. Vielleicht sagt ihr, das wäre was für mich, aber ich spreche ja kein Französisch und mit dem Fahrrad fahren, überhaupt kein Ding. Wir sprechen beide kein Französisch. Du kommst hier wirklich mit einem Lächeln, Hände und Füße irgendwie weiter, auch mit Leuten, die kein Englisch sprachen, war es überhaupt kein Problem. Irgendwie hat das alles funktioniert, indem man einfach nur respektvoll und freundlich miteinander umgeht. Und Fahrradfahren, total das, easy. Das ist also gar hier kein in der Problem. Bretagne.
Also so viel rücksichtsvolle Autofahrer wie hier habe ich noch nirgendwo gesehen. Wir sind ja durch die Städte gefahren, wir sind Bundesstraße gefahren, es war nicht immer ein Fahrradweg da. Wir waren immer Stauanfang, es hat noch nicht ein einziges Auto gehupt, nicht ein einziges. Nee. Es wurde uns unverständlich an Stellen nicht überholt, wo ich schon dreimal überholt hätte. Und auch diese kontinuierliche Gelassenheit und Freundlichkeit, also das hat uns alles mega überrascht. Und immer wieder diese visuellen Eindrücke. Wir fahren mit einem sehr guten Gefühl nach Hause und sagen, auf unserer Liste unserer Reise ist dieser Urlaub definitiv auf Platz 1. Ich muss aber in Klammern schreiben, immer noch mit der Deutschen Alpenstraße im Schnee. Ja, aber hier ist es wärmer. Von den ganzen Sommertouren war es die beste. Bis jetzt. In der Vorsaison Stellplätze, konntest hinfahren, wo du wolltest, oft auch noch in erster Reihe was bekommen. Super moderate Preise. Wir haben uns ja sehr an Camping Municipal gehalten. Gemeindecampingplätze, von der Gemeinde geführten Campingplätze. Wir haben nirgendwo über 20 Euro bezahlt. Das teuerste war Port Blanc in Dinard mit 18 Euro inklusive Kurtaxe. Und ansonsten haben wir uns hier zwischen 12 und 18 Euro bewegt. Also überhaupt kein Thema. Wir sagen an der Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an euch, dass ihr unseren Videos so treu gefolgt seid. Die nächsten Videos, die kommen, kommen wieder aus unserer Heimat, aus der Region, wo wir wohnen, im Radius von 200 Kilometern, wo wir uns am Wochenende immer rumtreiben. Und im September habe ich ja wieder Urlaub. Und im Dezember habe ich auch 2 Wochen Urlaub und da haben wir auch schon einen Plan. Für Dezember haben wir einen, für September nicht. Vielleicht schreibt ihr uns auch in den Kommentaren, was für September vielleicht eine gute Idee wäre, weil ich bin ja immer so unentschlossen. Ich habe ja immer 5 Pläne, nicht nur einen. Aber denkt dran, sie hat nur 2 Wochen ja. Urlaub. Und ansonsten sagen wir vielen Dank, wir sehen uns wieder. Macht es gut und vielleicht treffen wir uns auch in der Bretagne. Bis dann. Bis dann. Ciao.